funktioniert das nicht mehr. Falscher Tab, so. Stream-Markierung, zack. Und nicht schon wieder. Das war auch schon gestern das Problem. Oh. Ich hasse es. Ich starte kurz Discord neu. Währenddessen starte ich schon mal das Spiel. Deswegen, wir beginnen schon mal den Stream. Und Mirai, wir hören uns gleich wieder. Wartet kurz. Ach, Discord, was tust du da? Tokyo Mirage Sessions, Sharp FE. So, willkommen zu Tokyo Mirage Sessions Encore. Mit Level 47, was für mich nicht so hoch wirkt. Fast so, als wären wir erst bei der Hälfte des Spiels, aber vielleicht ist das Spiel nicht so ausgiebig, was das Level ausgeht, wie zum Beispiel Spiele wie Shin Megami Tensei. Ich weiß, es hört sich bescheuert an, wenn ich Spiele immer mit Shin Megami Tensei vergleiche, aber hey, es hat Shin Megami Tensei literally im Namen und jetzt kann ich auch endlich das Bild an Mira übertragen. Hier bin ich wieder und ich hab Bild. Yay. Und ich stehe vom Klassenzimmer. Yay. Weil wir Ellie vergessen haben. Ups. Genau. Letztens sind wir da. Oh, Ellie hat uns angeschrieben. Oh, wir müssen auf den Psychos haben. Stell uns mal sicher da vor ihr hin. Im letzten Stream nämlich haben wir den Boss vom letzten Dungeon gemacht. Und Yashiro. Genau, und danach haben wir jede Menge Sidequests freigeschaltet bekommen und wir sind immer noch nicht fertig mit allen Sidequests. Und vielleicht. Yay. Genau, vielleicht schalten wir noch Yashiros frei. Spätestens. So, hallo Ellie. Du bist spät. Wie lange wirst du mich noch warten lassen? Komm schon, lass uns diesen Film anschauen. Ach ja, stimmt, du warst diejenige, die mit uns ins Kino gehen wollte. Mhm. Huch. Prinzess des Horrors. Also 40, okay, wir haben 47, das dürfte eigentlich passen. Mhm. Okay. Also, was für einen Film schauen wir an? Vielleicht genau den Film, der hinter dir zu sehen ist und den man auch im inneren Plakat sehen kann. Das sieht jedenfalls aus wie so ein Horrorfilm. Übrigens, apropos Horrorfilm, ich hatte heute wieder einen ganz seltsamen Albtraum. Ich habe nämlich eine Mischung aus Resident Evil 2, Until Dawn und High School geträumt. Was? Oh Gott. Auf gut Deutsch, der Resident Evil 2 Anteil war, dass es irgendeine Art Minotaur gab, der einen verfolgt hat, ähnlich wie Mr. X in Resident Evil 2. Der Until Dawn Anteil. Bis gleich. Der Until Dawn Anteil war irgendwie, dass die Schüler andauernd Entscheidungen treffen mussten und ihnen immer Aufgaben zugeteilt wurden und vor allem, dass eben immer in diesem Klassenzimmer der Lehrer vorhergesehen hat, welche Gruppe als nächstes in Gefahr sein wird. Von wegen so, es betrifft Gruppe so und so, Gruppe so und so und Gruppe so und so. Und als es erstmal der Minotaur aufgetaucht ist, hat er auf einmal alle Gruppen aufgezählt und der Minotaur ist in dieses komische Klassenzimmer reingestürmt. Wobei es mehr ein Hörsaal war als ein Klassenzimmer. Mira ist etwas leise. Wieso ist Mira auf einmal etwas leise? Aber ja, das war so ungefähr mein Traum und ich bin immer noch komplett verwirrt, woher eigentlich meine Träume kommen, die gruseliger sind als die Spiele selbst. Es ist komisch. Evil Ball of the Dead 4. Okay. Ein Horrorfilm, hä? Huh? Kommst du mit so einem Zeug klar, Ellie? Okay, ich glaube, ich soll es dir sagen, aber ehrlich gesagt komme ich mit solchen Filmen gar nicht klar. Das ist ziemlich klischeehaft, Wood. Ich wusste das schon. Warum willst du einen Horrorfilm? Warum willst du einen Horrorfilm, wenn du ihn nicht aushalten kannst? Es. Erinnert sich an das Drama, in dem ich gespielt habe? Dandelion in Love? Da bin ich, wer es war. Kurz, mein Vater hat mir gerade ein Paket gebracht. Ah,
Willkommen zurück. Ich habe von meinem Albtraum-Story erzählt. Ja. Ich bin etwas leise. Ich habe dich lauter gedreht jetzt. Okay, du hast mich jetzt lauter gedreht. Ja gut, weil ich jetzt mein Mikrofon etwas leiser gestellt, damit es nicht so alles doppelt, mich doppelt aufnimmt, ja. Genau, deswegen habe ich die Mikrofon-Implikat herabgesetzt von meinem Tablet. Genau. Das, was Ellie gerade beschreibt, kann ziemlich in die Hose gehen, aber auch ziemlich gut ausgehen, nämlich ein Genrewechsel. Mhm. Wer kennt es nicht? Es gibt oftmals diese Serien und auch Games, die auf einmal mitten in der Reihe ihr Genre wechseln. Mhm. Und dann ist Genre, in jedem Part wird das Genre geändert. That's true. Aber sagen wir es eben so, manchmal kann es gut ausgehen. Jojo, finde ich, hat es ziemlich gut gemacht. Manchmal gehen sie halt dann im Prinzip neue Aspekte an, neuer Blickwinkel etc. pp. Mhm. Und manchmal kann es passieren, dass eine absolute Katastrophe passiert. Das stimmt. Mein Lieblingsbeispiel in dem Fall ist Jack und Dexter. Jack und Dexter 1 ist ein Collectors Game im Stile von zum Beispiel Mario 64, Donkey Kong 64, Banjo-Kazooie etc. pp. Ja. Es ist nur Jump'n'Run-artig. Jack 2 ist auf einmal ein GTA-Klon mit Waffen. Und dann kam auf einmal ein Rennspiel dazu raus und ich so, was zum Teufel machen sie mit dieser Reihe und warum? Die Spiele an sich sind echt nicht schlecht, muss ich sagen, aber dieser Genre-Shift war so richtig, what the F is even happening? Vom kinderfreundlichen Game auf einmal, die Welt ist dunkel und ich so, what? Ey, ist es cool, die Reihe ist geil. Niklas, die Reihe ist auch geil, aber dieser Genrewechsel war irgendwie so out of nowhere. Ich habe ja alle Teile gespielt und ich mag die Teile auch. Ich habe auch nie was gegen die Teile gesagt. Nur dieser Genrewechsel war so wirklich so wichtiger. Moment. Wahrscheinlich so ein Watt-Moment. Ich denke, die Sponsoren haben es verlangt. In der nächsten Folge wird es eine Horrorschule aus Bloody Amaryllis. Hallo Yetis. Und hallo Yetis. Ertrudeln sie alle. Der Regisseur wurde diesmal auch geändert. Kun Terracina wird diesmal der Regisseur sein. Ich überlege gerade, welche Videospiele es gibt, die so auch so einen Genrewechsel haben. Fällt dir gerade eins ein, Mirai? Genrewechsel, ich überlege gerade. Vielleicht so Zero Escape, ein bisschen zwischen Teil 2 und 3. Das hat schon einen starken Stilwechsel, finde ich. Das war aber ein Stilwechsel. Ich meine, das ist wirklich komplettes Genrewechsel, also auch komplett anderes Gameplay. Man könnte vielleicht Final Fantasy so, die zwischen den alten und den etwas neueren Final Fantasy. Die ältere war ja Rundversion und die neueren sind ja Echtzeit. Ich weiß, was du meinst, aber tatsächlich ist es noch nicht so ganz wirkliches Genrewechsel, weil es trotzdem einfach nur das Kampfsystem geht. Ich überlege halt gerade wirklich, es gibt schon gute Beispiele. Ich habe mal ein ganzes Video dazu gesehen, wo sich die Genre wirklich so komplett geändert haben. Oh Gott, ich habe ein Beispiel. Ich habe sogar ein Beispiel von den normalen Sonic Games auf einmal zu dem einen Sonic Games Shadow the Hedgehog, was auf einmal ein Shooter war. Das war so richtig, what the fuck is even going on? Ist das nicht ein schrecklicher Idee? Sie reden total Story! Das ist wahr. Die Rolle, ein Mädchen, welches sich verliebt hat, jeder Idee einer Romanze, wo das Mädchen zum Monsterfutter wird. Ja, das mit Mario, muss man aber sagen, sind es eher Spin-Offs gewesen, oder nicht? Genau, Spin-Offs, würde ich sagen, weil zu Mario gibt es gefühlt alle Genres. Also, haben wir Mario Kart, Golfen. Mario Tennis, Mario Golf. Ja. Ich meine, jetzt tatsächlich so ein richtiger Genrewechsel in der Hauptreihe. Genau, in der Hauptreihe. Es gibt so ein paar Beispiele davon, aber. Fällt uns gerade wahrscheinlich eher so kleineres, eher so das Stilwechsel, Kampfsystemwechsel.
Wise hat so ein bisschen komplett das ganze Genre geändert, weil es am Anfang wirklich halt dieses Action-Kampfsystem war, wo du ja einen Gegner reinrennen musstest. Und so wie die Rise-Reihe, jetzt ist es komplett rundenbasiert. Hey, witzig, das ist umgekehrtes Final Fantasy. Stimmt. Dann sag es doch, hab ich doch. Das macht keinen Sinn. Das macht wirklich keinen Sinn. Ich meine, sie haben gerade wirklich eine Romanze in einen Horrorfilm verwandelt. Like, what the hell is even going on? Was passiert hier? Das habe ich auch gedacht. Deswegen soll ich einen Horrorfilm anschauen, damit ich die Chance habe, auch an meine Reaktion üben zu können. Dann schau dir wenigstens gute Horrorfilme an. Oder wenigstens gute Horror-Games. Spiel Silent Hill. Spiel Until Dawn. Auch wenn viele Until Dawn nicht mögen. Spiel Deathmark. Das stimmt. Oder Dingens. Project Zero ist auch gut. Der Horror. Oh, Project Zero scheint auch sehr gut zu sein. Hab's noch nicht gesehen, aber es soll echt gut sein. Ich hab's schon mal geschaut und just, wenn ich es nicht anschaue, hab ich Albträume davon. Und die Story ist echt gut. Es ist jetzt nicht so billiger Horror, es ist echt so richtig atmosphärischer Horror, finde ich. Mhm. Also ähnlich wie bei Deathmark. Deathmark hat halt echt guten Horror, finde ich. Einfach weil du hast diese... Oh Gott, wie heißt der deutsche Begriff dafür? Diese Horrorgeschichten, also diese Gerüchte, diese Mysterien. Es gibt dafür ein genaues deutsches Wort, das fällt mir gerade nicht ein. Und die haben halt auch was dahinter steckend. Also so Legenden, so in etwa. Hallo Gecko. Hallo Gecko. Das ist einfach so ein B-Movie. Einmal kannst du es durchspielen, das kommt gut an. Wenn du es doch einmal kennst, dann wirst du beim zweiten Mal eher trashig. Ich muss aber sagen, das Game-Prinzip bei Until Dawn haben sie echt gut gemacht. Also das, was ich gesehen habe, ist halt ein echt gutes Game-Prinzip. Und ich muss sagen, ich habe es noch nicht komplett durchgesehen. Also das, was ich gesehen habe, hat mir bisher gefallen. Und ich bin gespannt, wie sich eventuell Sachen auswirken, wenn bestimmte Charaktere nicht da sind. Ob sie das gut gemacht haben oder ob es einfach nur so ein random, hey, guck mal, Charakter ist nicht da, Move ist. Ach, deswegen hast du mich gefragt, ob ich hier mitkomme. Wie kommst du mit solchen Sachen klar, Itsuki? Ich habe noch nie einen Horrorfilm gesehen. Ich weiß, die Horrorfilmgeschichte habe ich schon mehrmals erzählt. Ich hab zum ersten Mal einer guten Freundin mir einen Horrorfilm mit ihr angeschaut. Die anderen, ich habe mich ganz erschrocken. So, ganz meine Freunde sagten so, ja, wir haben uns eigentlich mehr wegen dir erschrocken als wegen des Films. Du schaust jetzt mal die Minions an, viral. Und wir schauen mit uns die Horror. So, okay. Ich freue mich, wenn Gecko vielleicht irgendwann mal die anderen Silent Hill Teile macht, weil ich bin echt gespannt, wie sie sind. Ich höre so viel Lobpreisen von unter anderem Silent Hill 2. Story greift gut ineinander mit allen Charas in Until Dawn. Wie gesagt, für den ersten Durchlauf wirklich spannend, aber danach leider nicht mehr so. Wobei ich sagen muss, betrifft es nicht viele Horrorfilme, dass wenn du die Plots kennst und weißt, was dahinter steckt, dass es nicht mehr so gruselig ist, weil... Das Gruselige kommt auch von unerwarten, dass dies auch so plötzlich aufkommt. Genau. Der größte Horror, den der Mensch hat, ist das Unerwartete. Das ist das der größte Horror, den der Mensch haben kann und was auch Horrorfilme ausmacht teilweise. Das ist natürlich so, dann gibt es den schlechten Horror, wo alles gefühlt ist über nur Blut, alles disgusting ist und die Leute anfangen, lebendige Ratten zu essen. Blah. Ich glaube, der schlechte Horror ist einfach die, wo die Charaktere so schlecht schauspielen und sie schreien dich an und du denkst dir einfach so, was tust du gerade? Hast du gerade Lotto gewonnen oder hast du Angst? Ja. Ich erschrecke mich überall, gerade bei Dead by Daylight, immer jedes Mal bei allem, was da passiert. Du musst mich mal bei Deathmark sehen. Ich habe mich erschreckt, weil mir ein Sprite entgegengekommen ist. Ein Sprite eines Charakters, der mit uns dabei ist. Und dann gab es diesen scheiß Jumpscare. Ich kann übrigens Horrorfilme auch nicht aushalten. Also viel Spaß mit den beiden im Kino. Gecko schaut, jein. Until Dawn Cast sind nur mal B-Movie-mäßig geschrieben. Daher kommt gerade so ein Game bei 2 damit wirklich nicht mehr gruselig. Einige Horror-Games bekommen das besser hin. Wie ein, zwei, oder gar mehrere.
Silent Hill hat einen guten zweiten Durchlauf, wobei ich bei Silent Hill, besonders Shattered Memories, was ich ja jetzt auch kenne, irgendwie erwartet hätte, dass sich diese Drastigkeit ein bisschen mehr ändert, weil klar, jede Entscheidung zählt in Silent Hill Shattered Memories, aber irgendwie hat dieses jede Entscheidung zählt System waren sie nicht so penetrant, wie ich es erhofft hätte. Also nicht sowas wie zum Beispiel, weil du das eine gemacht hast, hast du jetzt was komplett anderes ausgelöst. Sie haben es halt wirklich so gemacht mit so einem Punktesystem, was sehr, sehr viele Freiheiten geliefert hat. Und es war... Das Riesenrad ist schon da. Ja, der funktioniert, Niklas. Ich bin zum Glück nicht mehr sehr schreckhaft bei Horrorfilmen und Horrorspielen. Dafür erschrecke ich mich zu Hause bei jeder Kleinigkeit. So gibt es natürlich auch jedes. Oh, ist das so? Wieso lächelst du? Du kannst genauso wenig Horrorfilme aushalten. Ich glaube, aber ist sie wenigstens froh, dass jemand anders da ist, um Panik und mit ihr mitzuschreien. Genau. Warum macht dich das glücklich? Seht das jetzt auch? Ich hab nicht gehofft, dass ich die Schreie oder so hören kann. Nein, nein. Aber wirklich, was mich immer mal wirklich in einem Horror-Game oder allgemein im Game wünschen würde, ist wirklich, dass dieses jede Entscheidung zählt Prinzip penetrant durchgezogen wird. Einfach nur, damit es sich auch wirklich so anfühlt, als hätten Entscheidungen irgendeine Auswirkung. Das Problem haben viele Games, die so ein Punktesystem haben, wo ich mir denke, super, die Entscheidung hat eigentlich im Endeffekt nichts gemacht, sondern war eine von vielen und das ist so, Oder was ich auch so ein Fan davon bin, ist, dass solche Entscheidungen, die wirklich so ganz minimal wirken, halt durch den Butterfly-Effekt wirklich riesige Auswirkungen haben. Also, mit Butterfly-Effekt meine ich natürlich nicht nur Until Dawn. Until Dawn benutzt halt den Butterfly-Effekt ziemlich gerne, aber der Butterfly-Effekt ist halt wirklich sozusagen diese Tatsache, dass selbst... Ja, das hat eigentlich in Until Dawn recht gut. Das meine ich ja im Prinzip. In Until Dawn hat man, glaube ich, ab einem gewissen Punkt dieses jede Entscheidung zählt, beziehungsweise kann Konsequenzen haben. Das ist, finde ich, halt ein sehr gutes System. Wobei ich nicht weiß, wie sie das also Nachfolge in Anführungszeichen. Es ist halt das nächste Game von denen von Man of... Ich weiß nicht, wie gut sie das in Man of Madden gemacht haben. Wollte ich mir auch irgendwann mal anschauen. Komm schon. Wobei Gecko ja meinte, er mochte Man of Madden nicht so sehr. Ach komm schon. Ich hab schon den Schluss gefasst. Okay, schauen wir uns gemeinsam Horrorfilme an, auch wenn wir sie beide nicht anschauen können. Yay! Es wäre so, wie als würden Mira und ich jetzt entschließen, einen Horrorfilm zu schauen. Oh Gott, ich glaube, dann würden wir uns gegenseitig versuchen, bei anderen zum Beispiel. Ich würde ständig hinter deinen Rücken, ich hinter deinen Rücken stecken und sagen, nein, ich will das nicht sehen, geil, weil ich will das nicht sehen. Und gib mir dein Fushi. Das wäre ich in Horrorfilm. Das ist genauso wie ich beim Schneiden von Deathmark, der einfach bei diesem Kack-Jumpscare wusste, wo er ist und deswegen dauernd die Hand vor dem Bildschirm gehalten hat. Oh, wie süß. Man of Madden ist leider nicht gut. Ja, hatte ich doch richtig in Erinnerung, dass du es doch nicht gemocht hattest. Und sollte, wenn dann, auch im Koop gespielt werden. Außerdem ist erst Kapitel 1. Ist es erst Kapitel 1 und auch viel zu kurz. Der B-Movie-Faktor hat stark zugezogen. Alle Charas sind sehr stark Klischee und einseitig geschrieben. Sagen wir es eben so, ich habe von ein paar Leuten gehört, dass es ihnen irgendwie gefallen hat, aber vielleicht haben sie da auch das gesamte Blick, also gesamte Bild im Blick gehabt, aber nicht, dass sie jetzt wieder sowas machen wie damals bei der Dotec-Reihe, wo sie einfach vier Games nehmen, die einfach ein großes Game, also ein normal großes Games bilden, aber für jedes Game Vollpreis verlangen. Wobei, bei Final Fantasy VII Remake machen die das jetzt ja auch. Ja, jetzt teilen sie das in Episoden auf, Episode 1, was jetzt rauskommt, spielt ja nur in Midgar. Damals war ja tatsächlich Final Fantasy in zwei Teile aufgeteilt. Das hatte auf der PS1 zwei CDs gehabt. Wie eigentlich relativ viele Games, muss ich sagen. Ja, gut. Resident Evils hatte damals zum Beispiel auch immer zwei CDs. Ich glaube, bei Square ist auch teilweise auch der Druck der Fans, weil wann wurde Final Fantasy Remake angekündigt? 2014 irgendwann. Dass sie eben auch den Druck haben, bring das mal raus! Und deswegen sei Ellie, ein Teil rausbringen. Also Ellie, dafür, dass du Angst vor Horrorfilmen hast, schreckst du weniger zusammen als alle anderen im Raum.
Weißt du, alle anderen schrecken zurück, versuchen. Zwei Discs, die noch bis in die GameCube-Ära. Genau. Das meine ich ja. Resident Evil war ja GameCube-Ära. Also 1 und 2. Bei 3 weiß ich es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ich überlege gerade, was noch zwei Discs hatte. Ich habe halt wirklich Resident Evil im Kopf. Final Fantasy. Ich glaube, Grandia hatte auch zwei Discs gehabt, weil das wiederum PlayStation 1 war. Gott, was gab es denn noch mit zwei Discs? Ein paar Games auf jeden Fall. Ellie, du bist ruhiger als ich dachte. Itsuki. Itsuki, alles okay? Surprise Pika. Ich glaube, sie erlebt gerade den wahren Horror. Sie erschreckt sich nicht, sie ist richtig verstört. So. Und so, jetzt ist es nicht mehr groß, jetzt ist es euch nur doof. Und sie trägt wieder ihr komisches Ding. Ihr Enzym-Smoothie. Ja, ihr Enzym-Smoothie. Und? War es eine gute Übung? Resi 2 und 3 waren etliche Jahre bei uns indiziert. Die kamen erst 2014 vom Index runter. Stimmt, da war was. Aber ich glaube tatsächlich, die waren im Prinzip dort, wo sie rausgekommen sind, also in Japan, waren sie tatsächlich, glaube ich, auf zwei Discs, weil ich habe mir ein Remake angeschaut, also das Resident Evil 2 Remake habe ich mir angeschaut und ja, ich weiß nicht, ob Resident Evil wirklich meine Reihe ist, weil es gibt Momente, die sind richtig, richtig gruselig und auch atmosphärisch und dann gibt es diese Momente, ja, Shooter, Kampf, ja, Zombie und auch die Story ist irgendwie nicht so genial. Die Story ist so, oh, guck mal, wir haben Zombies. Oh, guck mal, wir haben noch mehr Zombies. Oh, guck mal, noch ein Virus. Es fühlt sich halt nicht wie wirklich geheimes Mysterium an, sondern eher wie Survival. Und ich bin kein Fan von postapokalyptischen Survival-Szenarien. Die sind langweilig. Einfach deswegen, weil sie niemals ein Ende haben werden. Versucht mal ein gescheites Ende für ein postapokalyptisches Szenario zu schreiben. Du wirst es nicht hinkriegen, weil die Apokalypse ist schon da. Du kannst eigentlich nichts mehr machen. Du kannst eigentlich nur noch irgendwie zeigen, guck mal, die Charaktere leben. Punkt. Es sei denn, jetzt dann kommt mal mit seiner Schokopudding-Theorie. Ja, die Schokopudding-Theorie. Genau, die Abkürze ist durch die Schokopudding-Industrie verursacht worden. Jetzt müssen die Schokopudding-Industrie besiegen, damit wir die Welt wieder aufbauen können. Ja, Ries ist einfach Action-Horror. Gerade Teil 5 und 6 sind eigentlich nur Action-Shooter. Wobei ich sagen muss, Resi 7 war im Vergleich jetzt dadurch, ich dachte, dass ich erst Resi 7 wäre gar nicht so gut, aber wirklich im Vergleich zu den anderen Resident Evil-Teilen, die ich gesehen habe, ist Resident Evil 7 doch schon sehr gut. Du hast halt oftmals diese Szenarien, in denen du nichts tun kannst, außer dich zu verstecken. Und ich hasse zwar Stealth-Passagen, aber sie sind unglaublich atmosphärisch. Ich meine, es war gruselig, aber bin ich wirklich rausgegangen mit irgendwelchen neuen Kenntnissen? Aber ich konnte mich nicht wirklich auf den Film konzentrieren. Willkommen bei dem Angsthasen-Club, die am Ende des Films nicht sagen können, worum es eigentlich ging, weil sie mehr Zeit damit verbracht haben, sich zu erschrecken. Ja. Die waren ja wahrscheinlich sich erschrecken und sich die Hand vor dem Bildschirm zu halten. Oh. Zu knuddeln. Warst du schon mal irgendwo gesehen? Wo etwas war, was dein Interesse getötet hat? Irgendwie fühlt es sich so an. Ich kenne dieses Gefühl. Das ist ein Gefühl, warum ich viele Mainstream-Titel nicht wirklich anschaue. Einfach weil so viele Leute darüber reden, dass ich so komplettes Interesse darüber verliere. Und die eigentlich schon gefühlt die ganzen Plätschen sagen. Ja. Ein Beispiel dafür ist Final Fantasy VII Remake. Es ist irgendwie so, alle lobend in Himmel und Erde und ich denke mir so, Final Fantasy 7 war doch eigentlich nicht der beste Teil. Ich mochte andere irgendwie mehr. Es ist so ein bisschen overhyped. Es ist nicht schlecht, keineswegs. Ich mag die Charaktere, aber es ist irgendwie so ein bisschen, okay. Du meinst 2, oder? Wie 2?
Jetzt bei Final Fantasy? Oder bei Resi? Oh. Ich meinte das Resi 2 Remake natürlich. Ja, ich hab nicht Resi 7 Remake gemacht. Ihr habt's gehört, Leute, Kax hat Resident Evil 7 Remake angekündigt. Natürlich, mit welcher neuen Engine? Ich meine, die haben es ja schon auf die PS4 gebracht. Auf die PS5. Das ist wahr, die Reaktion der Menge war irgendwie sehr intensiv. Ich war sogar abgelenkt, dass ich mich nicht wirklich auf den Horrorfilm konzentrieren konnte. Ich frage mich, was ich jetzt nächstes tun soll. Das erinnert mich irgendwie an diese Menschenmengen, die meinen, im Kino laut diskutieren zu müssen. Oder die Leute, die im Kino meinen, Leute mit Popcorn abzuschmeißen. Oder im Kino meinen, dir in den Sitz zu treten. Oder die kleinen Kinder, die auf einmal anfangen zu heulen. Ich mir so denke, kannst du das bitte nicht im Saal machen? Oder diese umgekehrten Begleitpersonen, die am Handy oder irgendwie am 3DS zocken im Kino. Mit Ton an. Ja. Sollen wir nochmal anschauen? Was? Ich hatte wirklich solche Situationen schon im Kino, Gecko. Also nicht mit dir, aber mit anderen Leuten eben. Ich weiß schon, was passiert, deswegen will ich ihn nicht nochmal sehen. Hey, wie hast du die Altersphäre? Wir können uns die Clowns anschauen, die sind nämlich ziemlich gruselig. Weiß nicht, ich könnte dort wahren Horror fahren, wenn ich stattdessen einen Film auszuschauen, der mal Geld kostet. Naruhodo. Du hast einen Punkt. Du kannst dich von Gegnern verprügeln lassen. Das ist der wahre Horror. Servus-Gegner. Hey, du bist mitgekommen. Du kannst jetzt nicht da rauskommen. Das sollte meine Line sein, Ellie. Also nicht? Aber ich kann nicht anders. Ich tritt deine Party bei. Großartig. Danke, Itsuki. Na schön, ich werde dich später kontaktieren, wo wir hingehen. Du könntest mir es auch jetzt sagen. Egal. Das ist Tokio, wie wir das sagen. Die müssen die immer eine Nachricht schreiben. Oh, ein Diver-Studio wieder mal. Genau, ich habe wieder nur geredet. Er sagte, wir sollen zu Alsoy im Diver-Studio gehen. Guten Morgen, Moritz. Morgen, Moritz. Erstens die Reger, die Quali aussehen wie Geister. Die auch mich angeschrien haben? Ja, das sind die dich angeschrien haben. So richtig die Horrorfilm-Schrei. Waren das nicht auch Gegner, die an dieses Monster aus The Shine angelehnt waren? War doch Shine, oder? Ich weiß nicht, ob es The Shine war, aber es ist dieser komische Horrorfilm mit dieser komischen Gestalt mit den langen Haaren, die aus dem Fernseher kommt. Ich weiß nicht, ob's... Bin da mal kochen und essen und so. Bis später. Bye, Gecko, und guten Hunger. Hey, guten Hunger. Ja. Genau. Oh Gott, nein, es sind die... Es ist die Lesson Studio. Hi. Sie ist blond, aber sie sieht schon aus wie der Gegner aus der... wie der eine Gegner aus dem Film, den ich erwähnt habe. Wir gehen dort rein. Wir müssen 6 von denen besiegen, okay? Verstanden. Das ist aber einfach. Okay. Lass mich auch so passen. Barry so, macht 10 Sessions. Sie so, ja, wir müssen nur 6 besiegen, okay? Oh, wir haben die richtige Party auch schon dabei. Wir haben mal mitgedacht. Ja, alles perfekt vorbereitet. War das TV-Studio? Das. In Studio. Oh Gott, Studio. Die Verwirrung. Studio, nicht TV-Studio. Hallo Thomas, was tust du hier? Hey Itsuki, ich bin hier für die Verstärkung. Ich werde jeden Part spielen, wenn sie mich lassen. Bist du dir sicher, dass du als Action-Schauspieler in einer Detektiv-Novel mitspielen willst? Ich meine, es passt schon teilweise. Auch.